Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Die Grünen NRW haben seit Januar ihren bisher jüngsten Vorsitzenden, Felix Banaschzak. Er ist 28 und gibt den Grünen einen neuen Anstrich. Weg vom Image der besserverdienenden Partei, hin mehr zu sozialen Brennpunkten. Wie er den Grünen einen neuen Anstrich verschafft, darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich, dass der neue Landesvorsitzende heute hier bei uns in der Sendung ist. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, Herr Banaschzak, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Sie sind Duisburger und der neue Vorsitzende des Landesverbands NRW der Grünen. Ja, wie fühlen Sie sich als Vorsitzender? Das macht mir Spaß. Ich bin es ja seit Januar und bin jetzt ja Mitte Juni wiedergewählt worden, dann für ganze 2 Jahre. Bin ja im Januar nur nachgewählt worden erstmal. Und ich freue mich jetzt, dass ich die Arbeit der letzten Monate auch fortsetzen kann. Denn weil es als Duisburger ja auch manchmal andere Perspektiven auf die Landespolitik gibt, als wenn ich beispielsweise aus dem ländlichen Raum, aus einer Großstadt oder aus einer Metropole wie Köln beispielsweise auf die Fragen gucke, ist es, glaube ich, gut, auch diese Perspektiven reinzubringen. Das hat mir in den letzten Monaten viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ja, es ist echt schön, dass wir einen Duisburger auch in dieser Position mal haben als Landesvorsitzenden der Grünen. Haben aber die Grünen ein Problem in NRW? Wir haben sicherlich bestimmte Teile in Nordrhein-Westfalen, bei denen wir besser abschneiden als in anderen. Also beispielsweise in Köln-Nippes landen wir regelmäßig über 20%. Im Ruhrgebiet ist es für uns schwieriger, in manchen ländlichen Regionen auch. Und deshalb glaube ich, und das ist eine Herausforderung für uns in den nächsten Jahren, dass wir als Grünen Programm schaffen müssen, das eben überall im Land funktioniert. Das heißt, dass die ökologischen Fragen in den Mittelpunkt stellt und auf der anderen Seite beispielsweise auf die sozialen Fragen unserer Zeit, auf Unsicherheiten, Rente, Pflege, Leben im Alter, Sicherheit. Das sind alles Themen, die gerade hier im Ruhrgebiet viele Menschen umtreiben. Und deshalb ist es für uns wichtiger als früher vielleicht, auch dazu richtige Antworten zu entwickeln. Und da kann es sicherlich nicht schaden, wenn man auch das alles aus der eigenen Perspektive, aus dem eigenen Leben kennt. Ist es aber so, dass ja die Grünen vorher auf diese Punkte, die Sie gerade genannt haben, ja nicht so den großen Wert gelegt haben, dass also wirklich das Ökologische nur im Vordergrund war? Wir haben schon über Jahre hinweg viele Konzepte immer wieder erarbeitet. Wir haben schon nach 2005 sehr schnell Korrekturen an Hartz IV gefordert. Wir haben ein eigenes Rentensystem entwickelt, das beispielsweise eine Garantierente vorsieht. Wir haben in ganz vielen Infrastrukturfragen, Investitionen in Bildung, in Straßenbau und so weiter, also ganz, ganz viele Fragen, die nicht rein ökologisch sind, durchaus eigene Konzepte entwickelt. Aber wir müssen anerkennen, es ist uns bisher nicht so gut gelungen, das auch nach außen zu kommunizieren, dass das auch wirklich von uns wahrgenommen wird. Ich erlebe das gerade, wenn ich auf Tour bin. Ich bin auf Zusammenhaltstour, seit März ist das jetzt, in ganz, ganz vielen sozialen Einrichtungen, von der Pflegestation bis zur Initiative für Wohnungs- und Obdachlose. Da ist an manchen Stellen eine Verwunderung noch dabei. Ach, da kommt jetzt jemand von den Grünen und schaut sich das hier auch an. Ich glaube, das müssen wir ausbauen. Es ist aber nicht so, dass es in den letzten Jahren in unseren Programmen zu kurz gekommen wäre, aber vielleicht ein bisschen in dem, was wir auch wirklich als Schwerpunkte nach außen tragen. Aber wenn Sie jetzt gerade selber sagen, da wundern sich die Leute, dass da jemand von den Grünen kommt, waren die Grünen ein bisschen zu weit weg von den Wählern? Ich glaube, das ist eine Herausforderung für alle Parteien. Wir haben da sicherlich, weil wir auch aus einer bestimmten Bewegung ja kommen. Wir kommen aus der Ökologiebewegung, wir kommen aus der Anti-Atom-Bewegung, wir kommen aus der Frauenbewegung. Das sind alles wichtige Teile unserer Herkunft, unserer politischen Sozialisation, wie man ja auch sagt. Wir haben da aber sicherlich in den letzten Jahren vielleicht das eine oder andere mal vergessen oder nicht den Schwerpunkt darauf gelegt, auch dahin zu gehen, wo es brodelt, wo es brennt an manchen Stellen. Ich glaube aber, dass Grüne auszeichnet, dass sie eben genau das Ökologische mit dem Sozialen verbinden wollen. Also nicht als Widerspruch zu sehen, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Das werden wir jetzt aber in den nächsten Jahren noch programmatisch ausarbeiten. Aber das war nicht immer so. Ja, es war schon immer so, dass wir beispielsweise auch jetzt 7 Jahre unter Rot-Grün eine Gesundheitsministerin gestellt haben, die da ganz intensiv beispielsweise im Pflegebereich auch hier in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat. Es war bei uns immer auch der 2- oder 3-Klang letztlich ja auch Ökologie, soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Offenheit. Ich glaube, wir sind aber jetzt gesellschaftlich in einer Situation, wo die sozialen Fragen wieder eine größere Rolle annehmen. Mehr Menschen machen sich Sorgen, wie geht es für sie weiter, wenn sie alt sind. Haben sie dann
wirklich noch die Chance auf ein menschenwürdiges Leben? Oder sind sie gefesselt in einer Situation, die ihnen die Selbstbestimmung raubt? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, reicht eigentlich das Gehalt noch aus, um steigende Mieten zu bezahlen? Das haben wir jetzt auch am Wochenende vor ein paar Wochen auf dem Parteitag einen Schwerpunkt darauf gesetzt, zu sagen, wir wollen mehr in sozialen Wohnungsbau geben und wir wollen aber Wohnungsbau auch ökologisch ausrichten. Das heißt, nicht immer mehr Flächen verbrauchen, mehr in die Höhe bauen und darüber aber auch vielen Menschen jetzt die Möglichkeit für bezahlbaren Wohnraum bieten. Diese Fragen zusammenzubringen, das ist das, was Grüne eigentlich von allen unterscheidet. Und das macht Spaß, da auch mit den Grünen zusammen aus den unterschiedlichen Perspektiven Programme zu entwickeln. Sie sitzen ja jetzt hier in NRW in der Opposition, eigentlich eine ganz andere Rolle, weil bis 2017 waren Sie ja noch zusammen mit der SPD ja in der Landesregierung. Was machen Sie momentan anders? Wo können Sie Herr Laschet angreifen? Also wir haben uns als Opposition immer nicht nur als die verstanden, die sich an der Landesregierung abarbeiten, sondern wir nutzen diese Zeit auch, um aus unseren eigenen Fehlern zu lernen und nach vorne Neues zu entwickeln. Das ist ja auch das, was in der Oppositionszeit häufig leichter ist. Das wird vielen in der Regierung auch in ein paar Jahren so gehen. Und deshalb gehen wir jetzt in die programmatische Weiterentwicklung. Bildungspolitik, soziale Gerechtigkeit, neue Fragen auch in der Ökologie. Es ist aber völlig klar, ohne uns in der Opposition würde die Regierung ein wichtiges Korrektiv fehlen. Wir haben beispielsweise erlebt, wie Schwarz-Gelb das Sozialticket abschaffen wollte. Das bietet über 300.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen, die wenig Geld haben, die Chance auf Mobilität, beispielsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Schwarz-Gelb wollte dieses Sozialticket abschaffen, um 3,5 Kilometer Straße, Autobahnen mehr bauen zu können. Das ist ja eine völlig absurde Geschichte gewesen. Da waren es wir, die an vorderster Stelle mit den Sozialverbänden zusammen Demos auf die Beine gestellt haben, Petitionen ins Leben gerufen haben und Schwarz-Gelb musste da zurückrudern. Das ist jetzt beim Polizeigesetz genauso der Fall. Da rudert Schwarz-Gelb auch zurück, weil auch unsere Oppositionsarbeit mit dazu beigetragen hat, dass beispielsweise Bürgerrechte da wieder in den Fokus kommen. Also insofern, uns tut die Opposition gut, aber wir tun als Opposition auch diesem Land gut. Jetzt möchte ich auch mal so ein bisschen zurückblättern, nämlich zur Wahl 2017 des Landtags. Und ja, wir wissen, vorher waren Sie in der Regierung mit SPD und eben zusammen mit den Grünen, haben die Regierungsarbeit geleistet. Und ja, dann kam die Wahl und ja, alle stellten fest, es reicht nicht für Rot-Grün. War das erstmal ein großer Schock der Grünen? Sind die Grünen dann hier in NRW in ein Loch gefallen? Es war für uns ein sehr schwieriges Wahlergebnis. Wir haben knapp 5 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2012 verloren. Und es ist auch völlig klar, so ein Ergebnis fährt man nicht ein, wenn man alles richtig gemacht hat. Das heißt, es war auch für uns eine Phase auch der Neuorientierung, der Neubestimmung und der Aufarbeitung eines solchen Ergebnisses. Deshalb haben wir auch das letzte Jahr beispielsweise genutzt, unsere eigenen Strukturen zu reformieren. Wir haben jetzt einen verkleinerten, schlagkräftigen Landesvorstand gewählt. Wir werden die ganze Form der Personalgewinnung, der Frage, wie entstehen unsere Inhalte eigentlich, ganz anders angehen in den nächsten Jahren. Das war ein Schock für uns an dem Tag. Der hat sich ja in den Wochen und Monaten davor durchaus auch angedeutet. Für die SPD war das auch ein sehr, sehr schwieriges Ergebnis. Und jetzt sind wir alle gefordert, jeder für sich, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber es ist völlig klar, wir haben diese Landtagswahl vor einem Jahr verloren. Und deshalb gilt es jetzt auch für uns, Neues zu entwickeln. Haben Sie die verloren, weil auch die SPD massiv verloren hat? Oder sehen Sie das als alleinigen grünen Punkt, dass ich glaube nur noch 6,4% der Stimmen für die Grünen zustande kamen? Ich sag mal so, wir haben uns nicht gegenseitig hochgezogen, sondern sicherlich war es so, dass auch wir beispielsweise für Probleme in der Innenpolitik im Innenministerium auch mit verantwortlich gemacht wurden. Und umgekehrt hat auch die SPD sicherlich nicht nur von unserer Politik profitiert. Ich will nur aber auch an der Stelle mal sagen, bei aller Selbstkritik, die da durchaus notwendig ist, wir müssen da auch nicht in Sack und Asche gehen. Wir haben in diesen 7 Jahren mit der SPD zusammen auch viele, viele Erfolge errungen. Längeres gemeinsames Lernen. Wir haben beispielsweise das erste Klimaschutzgesetz
deutschlandweit auf die Beine gestellt. Wir haben an ganz, ganz vielen Stellen ökologischen Umbau vorangetrieben. Wir haben mit der SPD zusammen auch im Bereich der Gesundheitspolitik ganz neue Akzente gesetzt. Das waren 7 insgesamt gute Jahre für Nordrhein-Westfalen und auch für uns. Aber sicherlich ist auch klar, wir haben da Fehler gemacht und wir konnten am Ende die Frage nicht mehr überzeugend beantworten, was kommt denn jetzt danach? Auch das ist der SPD deutlich auf die Füße gefallen. Und deshalb ist es auch richtig, dass die SPD genau wie wir jetzt in die programmatischen Diskussionen für die Zukunft steigt. Ich würde aber sagen, dass der Wähler das trotzdem anders gesehen hat. Sonst hätte ja die Grünen und auch die SPD nicht so abgestraft, dass die Regierungsbildung so nicht mehr zustande kam. Und was ich aber trotzdem jetzt bemerkenswert finde, dass ja die Grünen auf einmal wieder in den Umfragen bei 12% liegen. Also das ist ja doch eine große Diskrepanz zwischen 6,4, was sie erreicht hatten, und jetzt in den Umfragen 12%. Irgendwo eine Abstrafung, aber jetzt erkennt man doch, dass vielleicht die Grünen ein neues Profil haben. Ich glaube, es ist vor allem vielen klar geworden, ja, da sind in der konkreten Regierungsarbeit sicherlich Dinge passiert, die Unzufriedenheit ausgelöst haben. Aber die Grünen braucht es als eine politische Kraft. Denn es gibt außer uns niemanden, der sich wirklich ernsthaft für Klimaschutz, für den Umbau der Landwirtschaft, für eine pestizidfreie Landwirtschaft beispielsweise einsetzt. Niemand außer uns ist im ganzen Bereich von Nitrat im Wasser wirklich vorne dabei. Aber es ist richtig, wir haben auch eine Neuorientierung vorgenommen. Wir haben dieses Jahr intensiv genutzt. Ist ja auch für eine Partei kein einfacher Prozess, solche Dinge aufzuarbeiten und Schlüsse daraus zu ziehen, weil es ja auch Selbstkritik von einem verlangt. Ich glaube, wir haben es da in diesem letzten Jahr gut geschafft, diesen Weg zu gehen und auch nach außen darzustellen. Und auf der anderen Seite macht unsere Landtagsfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen eine gute, solide Arbeit. Die schauen ganz genau hin, wenn es beispielsweise Dinge wie beim Sozialticket gibt. Die haben ganz genau hingeschaut, jetzt, was passiert da eigentlich im Landwirtschaftsministerium von Christina Schulze-Völking? Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität. Also ganz, ganz viel Rückabwicklung, auch grüner Erfolge. Die SPD ist da sicherlich auch noch einen etwas weiteren Schritt von dem Ziel entfernt, wieder in die Offensive zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass sie das auch schafft, wieder einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich glaube, Deutschland braucht auch eine starke sozialdemokratische Kraft. Aber wir gehen den Weg für uns, die SPD geht ihren Weg. Und ich freue mich, dass wir jetzt über diese Umfragen und auch, und das ist eigentlich für uns genauso wichtig, die gestiegene Mitgliederzahl. Wir haben seit der Landtagswahl über 1.000 Mitglieder dazu gewonnen, die jetzt bei uns dabei sind, weil sie sagen, sie wollen, dass auch in Nordrhein-Westfalen Grüne Politik wieder eine Rolle spielt. Und das ist für uns Ansporn und Auftrag, diesen Weg weiterzugehen. Ich möchte gleich mit Ihnen über Ihre politische Karriere sprechen, die ja hier in Duisburg begonnen hat. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der NRW-Grünen-Landesvorsitzende Felix Banaschak. Herr Banaschak, wir haben im ersten Teil über Landespolitik gesprochen und über die Dinge, die Sie jetzt in der Oppositionsarbeit vorantreiben wollen. Aber wir wollen mal ein bisschen zurückschauen auf Ihre politische Karriere, die ja hier in Duisburg begonnen hat. Wieso sind Sie seinerzeit den Grünen beigetreten? Ich bin 2009 zu den Grünen gekommen, kurz vor der Bundestagswahl. Und das war genau die Frontstellung. Gibt es Schwarz-Gelb oder gibt es Rot-Grün? Damals war das noch ganz, ganz klar. Gibt es eine Koalition, die beispielsweise wieder den Atomausstieg nach hinten verschieben will? Oder gehen wir den Weg, den wir beschlossen haben, oder verkürzen ihn sogar? Eine ganz, ganz klare Auseinandersetzung. Ich bin damals zu den Grünen gekommen, weil ich erstens der Überzeugung war, dass es die richtige Partei ist, um sie zu wählen. Und ich bin Mitglied geworden, weil ich dachte, es gibt sicherlich noch das eine oder andere, das ich anders sehe. Und das kann ich von innen viel besser mit auch ändern. Die Grünen sind eine Partei, das soll jetzt kein Werbeblock sein, aber die mir damals sehr schnell die Möglichkeit auch gegeben hat, eigene Impulse reinzubringen, eigene Perspektiven reinzubringen. Nicht diese Vorstellung, kleb erstmal 20 Jahre Plakate und dann darfst du auch mal hier ein Protokoll führen. Und wenn du das nochmal 5 Jahre gemacht hast, dann hören wir dir auch mal bei deiner Meinung zu. Sondern von Anfang an eine Atmosphäre, wo jeder willkommen ist, der Lust hat mitzumachen, der Lust hat, sich zu engagieren. Und deshalb bin ich damals sehr gut aufgenommen worden und hatte dann auch Lust weiterzugehen. Aber ja, Duisburg ist jetzt nicht unbedingt als die grünen Hochburg bekannt. Also trotzdem finde ich das irgendwo eine sehr mutige Entscheidung. Duisburg ist keine grünen Hochburg, aber gerade in Duisburg braucht es auch grüne Politik. Wenn man sich anschaut, was von den anderen Parteien kommt,
die Baumfällung in den letzten Jahren, letztlich die Zerschlagung des kompletten Umweltamtes, die wir jetzt erlebt haben. Da braucht es eine grüne Politik, weil wir die Einzigen sind, die auch Interessenvertretungen für die Natur, für den Umweltschutz machen und für den Klimaschutz. Deshalb braucht es uns gerade hier. Und auf der anderen Seite ist das Spannende eigentlich, gerade in Duisburg, in der Stadt, die auch von so vielen sozialen Problemlagen gekennzeichnet ist, von einem Strukturwandel, der noch nicht abgeschlossen ist und der ja auch weitergeht und wo es die Frage auch gibt, was sind eigentlich Perspektiven für die Zukunft? Hoffen wir einfach darauf, dass alles wieder so wird wie früher oder entwickeln wir Neues? Entwickeln wir beispielsweise auch im Bereich der Umweltwirtschaft, der Kreislaufwirtschaft, Dinge, die für Duisburg spannend sein könnten? Fördern wir innovative Wirtschaft, damit im Duisburger Norden beispielsweise Arbeitsplätze neu entstehen, anstatt dass sie immer nur weiter abgebaut werden? Das sind ja alles Dinge, die unheimlich spannend sind. Wie kriegt man es beispielsweise auch in einer Stadt wie Duisburg hin, Anliegen wie ein Christopher Street Day stärker in die Öffentlichkeit zu tragen? Das ist das, was mir in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht hat und wo auch die Grünen in Duisburg ein super Ort sind, um miteinander zu diskutieren, Ideen zu entwickeln, auch mal Sachen zu diskutieren, bei denen man vorher vielleicht denkt, okay, ist das jetzt wirklich das Richtige? Aber gemeinsam kommt man da weiter. Gibt es für dich ein Vorbild bei den Grünen, der dich politisch beeinflusst hat? Ach, das sind sicherlich einige. Ich glaube, die Grünen zeichnet ja auch aus, dass sie sehr unterschiedliche Leute zusammengebracht hat. Ich habe damals, in der Zeit, in der ich in Berlin gelebt habe, Wahlkampf für Hans-Christian Ströbele gemacht, also einen grünen Urgestein, ganz klar verortet in der Bürgerrechtsbewegung beispielsweise auch. Ich habe für Sven Giegold, der im Europaparlament seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit macht, gearbeitet. Das sind ganz viele Menschen, aber auch Leute wie Claudia Roth, wie Cem Özdemir, die Leben in so eine Partei bringen und auch Leben in eine Gesellschaft bringen. Das sind durchaus Menschen, von denen ich mir das ein oder andere auch sicherlich abgucken und lernen kann. Aber das Schöne bei den Grünen ist, man kann auch als Mensch seinen eigenen Weg gehen. Du bist jetzt sowas, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Berufspolitiker. War das etwas, was du schon immer so gewollt hattest? Nein, das hatte ich so nicht gedacht. Ich bin auch lange Zeit schon sehr politisch interessiert, in der Schülervertretung aktiv. Das ist ja auch eine gewisse Form der Politik. Habe mich viel informiert, war dann aber erstmal eher in so zivilgesellschaftlichen Bewegungen aktiv. Bin bei Amnesty International Mitglied geworden, weil ich Menschenrechtsarbeit machen wollte. War bei ATTAC aktiv. Also all solche Dinge, die schon einen Zusammenhang auch zu der Politik haben, die ich jetzt heute betreibe. Aber ich hatte häufig auch eine Skepsis gegenüber Parteien und eine gewisse Parteiferne und habe dann aber gemerkt, es ist gar nicht so, wie man sich das alles vorstellt. Also ja, Parteiarbeit ist durchaus auch herausfordernd an vielen Stellen, aber man kann ganz, ganz viel bewegen und man hat darüber ganz viele Möglichkeiten, auch Gesellschaft und Realität und Wirklichkeit zu verändern. Und deshalb ist es dann nach und nach so gekommen, dass ich immer mehr gemacht habe und immer mehr wollte und auch mehr Lust hatte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ja, so bin ich am Ende da gelandet, wo ich jetzt bin. Das ist sicherlich kein reiner Zufall gewesen, sondern da war auch Ambition hinter. Aber immer, weil ich auch gemerkt habe, mit jeder Handlung, mit jeder Aktion, mit jedem Schritt, den ich da gegangen bin, hatte ich auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und das ist das, was mich antreibt und wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute in Parteien, aber auch darüber hinaus. Ich hatte ja im ersten Teil auch schon gesagt, es ist sehr schön, dass für unsere Stadt ein Duisburger in dieser Position ist, als Landesvorsitzender der NRW Grünen. Wo sehen Sie da Chancen auch für unsere Stadt, dass für uns irgendwo auch irgendwas Positives bewirkt wird? Ach, man sollte, glaube ich, Politik nicht immer nur aus dem eigenen Blickwinkel machen. Ich bin Biobauer im Siegerland, deshalb muss jetzt alles so und so passieren. Aber es ist natürlich so, ich kriege ja mit, was in dieser Stadt passiert. Ich kriege mit, wie sich soziale Problemlagen verschärfen. Ich bekomme mit, wie sich Arbeitslosigkeit entwickelt. Ich bekomme mit, wie beispielsweise Integration hier funktioniert. Was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Das sind alles Dinge, von denen ich glaube, dass Landespolitik etwas lernen kann. Und umgekehrt würde ich sagen, ist das auch eine gute Chance für Duisburg, dass geguckt wird, dass beispielsweise das Ruhrgebiet allgemein, aber auch Duisburg nicht hinten runterfällt, wenn es darum geht, worauf legt beispielsweise die Landesregierung gerade besonderen Wert, wo geht das Geld hin, wo geht das Personal hin, wo gehen die Ressourcen hin.
Und das, was beispielsweise jetzt angekündigt ist von der Landesregierung, eine große Ruhrgebietskonferenz, klingt erstmal schön, soll jetzt aber letztlich eine reine Marketinggeschichte werden. Und da werde ich mich mit unseren anderen Grünen aus dem Ruhrgebiet auch dafür einsetzen, dass hier wirklich in der Substanz etwas passiert. Und das Ruhrgebiet hat es verdient, in der Landespolitik eine Rolle zu spielen. Und zwar eine, die nicht nur stiefmütterlich ist, sondern das ist hier eine zentrale, wichtige Region in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa. Und Duisburg ist, glaube ich, repräsentativ auch für vieles, was wir an Problemen, aber eben auch an Chancen und an Potenzialen im Ruhrgebiet haben. Und mit einer Politik, die ein bisschen kreativer vielleicht auch ist als in der Vergangenheit, ließe sich aus diesem Potenzial noch viel, viel mehr machen. Sie sagen selber, großes Potenzial des Ruhrgebiets, aber verkauft sich das Ruhrgebiet nach außen nicht vielleicht auch ein bisschen zu schlecht? Ich glaube, es geht nicht immer nur um eine Imagekampagne. Da ist jetzt auch viel passiert mit dem Regionalverband Ruhr, mit der Metropole Ruhr. Aber dann sage ich es anders, vielleicht fehlt das Selbstbewusstsein? Ich glaube, ich bin ja Ruhrgebietskind, ich fühle mich hier wohl und ich glaube auch diese Form der Selbstironie, die wir hier haben, diese Ehrlichkeit, aber auch dieses sich selbst nicht allzu ernst nehmen, sich nicht für wichtiger halten, als man ist, sondern dieses Ehrliche, was auch aus dieser Mentalität mit der Prägung Industrie über Jahrzehnte gekommen ist. Ich glaube, das ist richtig und das ist aber auch, glaube ich, eine große Chance, beispielsweise um nach außen als eine Region sich zu präsentieren. Also man muss sich das auch mal vorstellen, diese Vernetzung, die wir haben zwischen den Städten, die Grenzen, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt, das ist eine der größten auch Wirtschaftsballungsräume, die wir in Europa und auch weltweit haben. Hier ließe sich noch viel, viel mehr machen. Ich glaube aber, wir sollten das nicht allein auf einer Image-Ebene belassen, sondern wir sollten hier auch wirklich die Politik fordern, im Land, im Bund, dass hier entsprechend auch das gefördert wird. Bund ist ein sehr gutes Stichwort. Ich möchte gleich mit Ihnen im dritten Teil auch mal über die Politik der Grünen auf Bundesebene sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast der Landesvorsitzende der NRW Grünen, Felix Banaschczak. Herr Banaschczak, wir haben also im zweiten Teil gerade drüber gesprochen, über Ihre politische Karriere, die hier in Duisburg begonnen hat. Aber ich möchte jetzt auch mal so einen kleinen Ausblick wagen Richtung auf Bundesebene. Wir wissen alle, wir erinnern uns noch daran, gibt es die Jamaika-Koalition oder nicht? Die Gespräche zwischen CDU, der FDP und auch den Grünen, die ja, so gehe ich von aus, durch die Liberalen dann gescheitert sind. Hätten die Grünen sich gerne in der Regierung gesehen auf Bundesebene? Na, wir waren vor allem bereit, Verantwortung in dieser Situation zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, das, was ja in einer solchen Konstellation, wie wir sie haben, mit so vielen Parteien im Parlament, mit einer Regierungsbildung, die ja sehr schwierig war, erstmal ein Wert an sich. Also Verantwortung übernehmen zu wollen oder bereit dafür zu sein, ist das eine. Wir haben aber gesagt... Aber die FDP wollte ja nicht. Ne? Genau, die FDP hat irgendwann für sich die Entscheidung getroffen und da ging es aus unserer Sicht weniger um Inhalte als um Strategie. War ja eine wohl kalkulierte Aktion von Herrn Lindner und seinen Gefolgsleuten. Die haben sich entschieden, diese Verantwortung nicht übernehmen zu wollen. Wir haben auch in dieser ganzen Zeit gesagt, das wird sehr schwierig. Und wir hätten am Ende auch über einen Koalitionsvertrag all unsere Mitglieder abstimmen lassen. Und dann wäre es darauf angekommen, was steht in diesem Koalitionsvertrag drin? Ist da eine grüne Handschrift auch erkennbar? Sind grüne Ziele da verwirklicht? Wir hatten ja intensive Diskussionen um den Kohleausstieg. Wir hatten intensive Diskussionen um die Flüchtlingspolitik. Wir hatten intensive Diskussionen um die Pflege. Also ganz, ganz viele Punkte, wo es für uns nicht da gewesen wäre, hätten wir am Ende Ja oder Nein gesagt. Aber wir haben an der Stelle gesagt, wir müssen es versuchen, denn wir erleben ja gerade eine große Koalition, der die gemeinsame Idee fehlt. Da sind jetzt zwei Parteien zusammen, die eigentlich nicht miteinander regieren wollen und die es auch nicht können. Wir haben eine Regionalpartei aus Bayern, die sich als völlig regierungsunfähig erweist. Das muss man sich mal vorstellen. Es wurde Jahrzehnte über die Grünen, über die Linken gesagt, die können nicht regieren. Und jetzt haben wir diese Partei, die in Bayern ihre absolute Mehrheit verteidigen will und gerade bei, ich glaube, 36% in den Umfragen liegt die CSU. Und die
sind kurz davor, und vielleicht haben sie es ja auch bald schon getan, diese Bundesregierung an einem Papier scheitern zu lassen, an einem Masterplan, den quasi niemand kennt. Also eine Situation, die völlig verrückt ist. Und man muss auch fragen, ist das noch dreist oder fast schon irre, was da passiert? Und insofern, ich weiß nicht, wie es unter Jamaika geworden wäre. Wir hätten uns bemüht, da eine verantwortungsvolle Position. Wir sind die größte Industrienation Europas. Wir haben eine Verantwortung auch dafür, dass uns dieser ganze Laden nicht auseinanderfliegt. Und mit diesem ganzen Laden meine ich die Europäische Union und auch die Weltgemeinschaft. Es kann nicht sein, dass nur weil in den USA, in Russland, in der Türkei da ja wirklich bemerkenswerte Menschen die politische Führung übernommen haben, uns alles egal ist. Und deshalb, wir haben Interesse daran, dass das alles weiter funktioniert. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, was gerade passiert in Berlin. Also ich muss jetzt unsere Sendung jetzt mal outen. Wir sind aufgezeichnet und zwischen Aufzeichnung und tatsächlicher Ausstrahlung liegt jetzt mehr als eine Woche. Deshalb, man weiß tatsächlich nicht, was da gerade in der Regierung... Wer weiß, ob wir noch eine Bundesregierung haben, wenn wir... Jetzt bei der Ausstrahlung, das weiß man nicht. Aber als Grüne reibt man sich da so ein bisschen die Hände. Ist man schadenfroh, wenn man beobachtet, was da passiert? Weil eigentlich die zentralen, wichtigen Themen, die für uns eigentlich auf der Agenda stehen sollten, die werden ja gar nicht angegangen. Richtig. Die gehen unter in dem Streit mit der CSU. Und deshalb gibt es da für uns überhaupt keinen Anlass für Häme und Freude. Das ist wirklich bemerkenswert und bedrohlich anzusehen, was diese drei Parteien zusammen da fabrizieren. Man hat ja das Gefühl, die SPD hat sich zwischenzeitlich in Betriebsurlaub verabschiedet. Das ist erschreckend, wie wenig auch von der Sozialdemokratie da kommt. Wir Grüne machen uns große Sorgen darum, ob wir demnächst noch eine verantwortungsvoll agierende Bundesregierung in einer Europäischen Union haben, die genug Probleme hat und wo wir an den Fragen, an den ökologischen Fragen, an der Menschheitsfrage Klimaschutz eigentlich dringend arbeiten müssen. Und wir haben da eine Regierung, die sich daran zerlegt, wie viel Prozent am Ende die CSU glaubt, bei der Landtagswahl in Bayern noch herausbekommen zu können. Das ist erschreckend und überhaupt kein Grund zur Freude. Ja, und die CSU spielt mit dem Thema, nämlich Flüchtlinge, anstatt Themen anzugehen, die Deutschland wirklich nach vorne bringt. Richtig. Das ist auch für mich unvorstellbar, dass das so ist. Aber wie können Sie oder wie haben sich die Grünen auf Bundesebene jetzt aufgestellt? Haben Sie da schon die Oppositionszeit nutzen können, um ein neues Programm in der Hinterhand auch zu haben? Na, wir haben ja seit dem Ende der Jamaika-Sondierungen gesagt, gut, dann ist unsere Aufgabe die Opposition und diese Aufgabe nehmen wir auch an. In der Demokratie ist es auch wichtig, dass es nicht nur Regierung und Regierung im Wartestand gibt, sondern eben auch eine politische Kraft, die genau hinschaut, konstruktiv, aber eben vor allem auch kritisch hinschaut. Wir werden die Zeit, also wir gehen jetzt im Moment mal davon aus, dass wir bis zum Jahr 2021 diese Bundesregierung haben. Man weiß nie, was in der Zwischenzeit passiert. Aber wir gehen davon aus, dass wir diese Zeit haben. Wir werden bis Ende 2020 ein neues grünes Grundsatzprogramm erstellen, das genau die Fragen von heute angehen soll. 2001, als das letzte entstanden ist, spielte Digitalisierung noch gar keine Rolle. Globalisierung war auf einem ganz anderen Level erkennbar, als wir es heute haben. Deshalb werden wir diese neuen Fragen, die neue Antworten verlangen, angehen. Und wir werden dann aber auch ganz klar aus Nordrhein-Westfalen unsere Position mit reingeben. Ja, und schauen, fragen, wie viel davon ist Handschrift aus Nordrhein-Westfalen oder Handschrift vom Landesvorsitzenden? Wir haben insgesamt etwa ein Fünftel aller Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen der Deutschen Grünen Partei. 21% sind es genau. Und wir werden dieses Gewicht sicherlich auch nutzen, beispielsweise die Fragen, die hier in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet auf der Straße liegen, auch reinzubringen. Sozialpolitik, soziale Absicherung der Zukunft, Rente, Pflege, aber auch die Frage, wie entwickelt sich eigentlich unsere Arbeitsplatzsituation mit der Digitalisierung? Das wird für uns eine große Rolle spielen. Und ich freue mich, dass ich auch mitarbeiten kann bei diesem Prozess und das Kapitel zum Thema Wirtschafts- und Sozialpolitik mitgestalten kann. Denn es ist auf jeden Fall gut, wenn man unsere Perspektiven da reinbringt. Aber wir Grüne agieren da auch konstruktiv. Und ich freue mich auch auf die Diskussionen mit vielen, vielen anderen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen da kommen. Aber merken Sie denn, wenn Sie als Landesvorsitzender mit anderen zusammensitzen, dass da sehr unterschiedliche Positionierungen sind oder ähneln die sich jetzt langsam? Ich glaube, wir haben eine politische Situation, die allen klar macht in allen Parteien, wir müssen bestimmte Fragen angehen, ansonsten werden wir die Probleme unserer Zeit nicht lösen können. Und das ist bei uns Grünen genauso. Alle wissen, wir brauchen in der Frage, was passiert nach Hartz IV, denn wir sagen, Hartz IV kann so nicht weiter funktionieren, eine gute, verlässliche Antwort.
eine soziale Sicherung, die armutsfest ist, die sanktionsfrei ist, die wirklich die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das haben alle bei den Grünen erkannt. Und in der Frage, wie es genau aussieht, da gibt es durchaus auch noch Differenzen. Aber genau dafür haben wir diesen Prozess. Und wir laden alle ein, mitzumachen und mitzudiskutieren. Auch wenn man nicht Mitglied bei uns Grünen ist, ist man eingeladen. Wir werden diese Debatten nach NRW, auch nach Duisburg holen. Und ich bin ganz gespannt, was da auch von anderen an Impulsen und Ideen kommen. Ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass die Grünen die Partei der Besserverdienenden sind. Ist das jetzt etwas, was Sie vorhaben, dass Sie die Wähler mehr einbinden wollen und näher an die Wähler herantreten wollen? Also dieses Label, das wir hier haben, das war nie richtig und das ist nicht richtig. Wir waren immer als Grüne auch daran interessiert, beispielsweise die sozialen Problemlagen in den Blick zu nehmen. Wir machen das jetzt nochmal verstärkt und es ist eine Herausforderung, dass wir das auch persönlich als grüne Politikerinnen und Politiker nach außen tragen. Ich bin viel unterwegs in Suchtberatungsstellen, in der Pflege, in Obdachloseneinrichtungen, in Freiwilligenagenturen, also überall da, wo sich Menschen dafür einsetzen, dass der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erhalten bleibt. Eine Gesellschaft erträgt nur ein gewisses Maß an Spaltung und an Ungleichheit. Wir wollen das angehen. Deshalb ist es richtig, dass wir da vielleicht noch einen größeren Wert als früher drauflegen, aber dieses Label war noch nie richtig. Herr Banaschak, da werden wir genauer hinsehen und beobachten, wie sich die Grünen in Zukunft ausstellen. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns bei Spruchreif waren und Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne, meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus, bye bye.